Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema, ja, was ist die wichtigste Tonleiter im Jazz oder wenn man improvisieren möchte? Häufig bekomme ich diese Frage von meinen Kursteilnehmern gestellt, weil ja in Bezug auf Jazz da eine gewisse, wie soll ich sagen, Vormeinung herrscht, so nach dem Motto, hey Jazz, das ist so krumm und schief und kompliziert und man muss ganz viel wissen über Musiktheorie, über Harmonielehre. Ja, und bei dieser Fülle an Musiktheorie und Harmonielehre ist es natürlich bei nicht wenigen meiner Schüler dann so, dass die innerlich schon so ein bisschen kapitulieren und sagen, okay, das ist mir viel zu kompliziert, das werde ich sicherlich nie lernen. Ja, eigentlich ist diese Haltung gänzlich unbegründet, denn der Jazz kommt von seinem Ursprung her aus einer ganz anderen Richtung. Und zwar war der Jazz in seiner früheren Form eher eine Art von Variation der Melodie. Also du hattest ein Lied, ein Volkslied, und hast die Melodie gespielt und danach fand eine Improvisation statt, die eben nichts anderes war, als diese Melodie ein bisschen zu variieren. So, da hat sich dann keiner drüber unterhalten, welche Skala brauche ich jetzt zum Spielen, sondern wenn du die Melodie spielen konntest, hast du ein bisschen die Melodie variiert und schon war das eine Improvisation. Und der Jazz wurde auch in seinen Anfängen sehr, in Anführungszeichen, auf der Straße gelehrt. Das heißt, die Leute sind in den Clubs gegangen, die haben sich Radiosendungen über Jazz angehört und haben einfach versucht, diese Musik aufzunehmen und zu Hause einfach, ne, zu üben, nachzuspielen, auf Jam-Sessions in Clubs zu spielen. Und ja, diese Musik wurde sozusagen ein bisschen mündlich sozusagen tradiert. Das wurde dann immer schwieriger, als so in den 30er, 40er Jahren der Bebop aufkam. Das ist eine Stilistik, die sehr in den damaligen Verhältnissen sehr fortschrittlich war, sehr avantgardistisch. Und ja, da wurden die Akkordfolgen wurden komplexer, die Tempi wurden rasend schnell. Und es war nicht ganz so einfach, das jetzt, wie soll ich sagen, auf die Variation der Melodie runterzubrechen, um zu sagen, okay, ich spiele jetzt einen Jazz-Standard und ich variiere die Melodie, also habe ich jetzt eine Improvisation. So, das war im Bebop dann schon ein bisschen ja schwieriger und je komplexer das eben wurde und je mehr sich der Jazz da auch weiterentwickelt hat, desto mehr ja wurde er auch gelehrt in Anführungszeichen. Ne, also es gab dann schließlich auch Möglichkeiten, Jazz zu studieren in Europa und in Amerika und nach wurde diese Art von Musik auch sehr in Anführungszeichen verschult. Und deswegen sind wir heute eben an einem Punkt, wo oft diese Ursprünglichkeit, also diese Intuition beim Improvisieren, diese Embellishing the Melody, also Variation der Melodie als Form der Improvisation, oft so ein bisschen vernachlässigt wird, weil, ne, also die jungen Jazzmusiker, ich nehme mich da nicht aus, wir sind total top ausgebildet, was Skalen, was Akkorde, was Musiktheorie, Funktionsharmonik, was diesen kompletten musiktheoretischen Überbau des Jazz betrifft. Und wir haben das auch viele, viele tausend Stunden geübt, diese Akkorde und diese Skalen. Aber ne, das ist gut und alles super, dass man das kann. Aber letztlich, der Jazz ist vom Grund auf erstmal ja eine Musik, die sehr über Intuition, über spontane Erfindung geht. Und ja, dieses Spontane eben auch hat. Und weniger so dieses, hey, ich weiß jetzt irgendwie, was F-dorisch ist und das kommt von S-Dur und kann das alles so herleiten. Ne? Also deswegen möchte ich euch da ein bisschen diese Angst nehmen von diesen komplexen musiktheoretischen Hintergrundwissen von der Funktionsharmonik. Das ist alles auch wichtig und wenn du dich länger mit Jazz beschäftigst, dann kommen diese Dinge von ganz alleine. Nur jetzt am Anfang möchte ich dir diese Angst nehmen und sagen, hey, ich gebe dir jetzt eine Skala an die Hand und mit dieser Skala kannst du schon unglaublich toll improvisieren. Wenn du jetzt noch nie improvisiert hast, das ist in unserer westlichen Welt in Europa gar nicht verwunderlich, denn wir wachsen hier mit einem sehr klassischen Background auf. Ne? Also die Klassik, das ist unser Kulturgut, ist völlig normal. Aber ne, wenn du jetzt zum Jazz kommst und noch keine Improvisationsvorerfahrung hast, so kann ich dir einen kleinen Minikurs auf meiner Website empfehlen. Und zwar ist das der Minikurs First Jazz. Den Link
Zum Minikurs habe ich in die Videobeschreibung noch mal reingeschrieben. Ne? Da kannst du einfach draufklicken und dich für diesen kostenlosen Kurs anmelden. Ja, der geht über ein paar Kapitel und du lernst da eben die ersten Schritte beim Improvisieren. Du lernst den Blues kennen, da sprechen wir auch gleich drüber. Das ist eine sehr geläufige Liedform im Jazz, die wird da sehr oft verwendet. Und du lernst auch improvisieren und spielst quasi über deinen ersten Standard. Lernst auch noch einen Standard. Ne, also wenn du noch keine Erfahrung hast mit Jazz und Improvisation, melde dich gerne zu diesem kostenlosen Minikurs an. Den Link dazu findest du, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ja, kommen wir jetzt wieder zurück zu den Skalen bzw. zur Eingangsfrage in diesem Video. Welche Skala muss ich denn können, um gut Jazz spielen zu können? Oder anders gesagt, auf welche Skala kann man denn den Jazz ein bisschen in Anführungszeichen runterbrechen? Ja, und da fällt natürlich der Begriff der Blues-Tonleiter. Die Blues-Tonleiter ist eine Skala oder eine Tonleiter, die quasi immer als Improvisationsgrundlage herangezogen werden kann, wenn ein Blues gespielt wird. Und ein Blues ist eine gewisse Art von Liedform, die besteht meistens aus 12 Takten. Und die Töne der Blues-Tonleiter, das ist wie so ein Universalwerkzeug, die passen eben immer, wenn ein Blues gespielt wird. Jetzt wirst du sagen, okay, Blues-Tonleiter, gut, die kann ich ja auswendig lernen, aber welche brauche ich denn jetzt? Im Jazz ist es so, die meisten Blues-Stücke sind in zwei Tonarten, nämlich es gibt den Blues in F und den Blues in B oder auch B-Flat genannt. Und ja, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter aushole, könnte ich sagen, okay, es gibt auch noch einen Blues in C-Moll, der kommt auch relativ häufig vor, wenn ein Moll-Blues gespielt wird. Na, also, sodass du sagen kannst, okay, wenn ich die Blues-Tonleiter für einen Blues in F klingend, wir sprechen immer klingend im Jazz, also immer die quasi die Tonleiter der C-Instrumente, also wenn ich einen Blues, eine Blues-Tonleiter in F spielen kann, eine Blues-Tonleiter in B-Flat, in B spielen kann und eine Blues-Tonleiter in C für den C-Moll-Blues spielen kann, dann kann ich schon über wahnsinnig viele Blues-Themen, über Blues-Stücke improvisieren. So, und ich zeige dir in diesem Video eben diese drei unterschiedlichen Blues-Tonleitern. So, jetzt habe ich gesagt Blues in F, Blues in B-Flat und Blues in C-Moll. So, wir sprechen klingend. Jetzt musst du das für dein Instrument umrechnen. Wenn du jetzt Altsaxophon spielst, bedeutet das für dich, Blues in F heißt für dich Blues in D. Blues in B oder B-Flat klingend heißt für dich Blues in G. Und Blues in C-Moll heißt für dich Blues in A-Moll. Das heißt, die Altsaxophonspieler sollten die Blues-Tonleiter in D, in G und in A spielen können. Beim Tenor ist es ein bisschen anders. Tenor transponiert ja quasi eine große None oberhalb von der C-Stimme oder man könnte auch sagen eine große Sekunde, kann man einfacher rechnen. So, das heißt, Blues in F wäre für Tenorsaxophon Blues in G, Blues in B-Flat klingend wäre für Tenorsaxophon Blues in C und Blues in C-Moll klingend wäre für Tenorsaxophon Blues in D. Das heißt, die Tenorsaxophonisten müssen die Blues-Tonleitern in G, in C und in D spielen können. So, und bevor ich dir die Blues-Tonleitern jetzt einmal zeige, müssen wir ein bisschen herleiten, was eine Blues-Tonleiter ist, wo das eigentlich herkommt. Und zwar habe ich dir jetzt einen kleinen Zettel vorbereitet oder eingeblendet. Herleitung der Blues-Tonleiter. Die Blues-Tonleiter kommt von ihrem Ursprung her von der Pentatonik. Was ist eine Pentatonik? Pentatonik ist eine Tonleiter, die aus 5 Tönen besteht. Und wenn wir uns das einmal anschauen, auf hier habe ich F-Dur in der ersten Notenzeile als Beispiel gewählt, ne, auf F-Dur bezogen, besteht eine Pentatonik aus der ersten, zweiten, dritten, fünften und sechsten Stufe. So, hier stehen die Töne von F-Dur, F, G, A, B, C, D, E, F. Ne, das sind die Töne von F-Dur. Und die Pentatonik, die Dur-Pentatonik von F-Dur heißt dann erste Stufe F, zweite Stufe G, dritte Stufe A, fünfte Stufe C und sechste Stufe
D. So, ich spiele dir jetzt einmal die F-Dur-Pentatonik vor auf dem Altsaxophon. Das ist die Dur-Pentatonik. Jetzt benötige ich aber für die Herleitung der Bluestone-Leiter nicht die Dur-Pentatonik, sondern die Moll-Pentatonik. Und Dur und Moll haben ja auch so ein gewisses verwandtschaftliches Verhältnis. So, das heißt, die sechste Stufe in einer Dur-Tonleiter ist die parallele Moll-Tonleiter. Okay? So, das heißt, die sechste Stufe in F-Dur ist ein D, also ist D-Moll die Moll-Parallele von F-Dur, die parallele Moll-Tonleiter. So, und die Moll-Pentatonik, die kriegen wir ganz einfach raus, indem wir die Töne der F-Dur-Pentatonik spielen, nur dass wir halt eben nicht mit F anfangen, sondern mit dem Grundton der Moll-Parallelen, also mit der sechsten Stufe. So, die sechste Stufe ist ein D. Und bei D fangen wir jetzt an. Ich habe dir das auch einmal aufgeschrieben in der dritten Zeile. Ne? Da ist jetzt eben die D-Moll-Pentatonik. Ich spiele es einmal vor. Und wenn du das ein bisschen genauer betrachtest, dann siehst du, okay, die Moll-Pentatonik besteht eben aus der ersten, der dritten, der vierten, der fünften und der siebten Stufe. Ne? Also Dur-Pentatonik 1, 2, 3, 5, 6, Moll-Pentatonik 1, 3, 4, 5, 7. So, und diese Moll-Pentatonik, die ist schon fast eine Blues-Tonleiter. So, in der vierten Zeile habe ich dir die Blues-Tonleiter aufgeschrieben und wenn du dir das anguckst, fällt auf, da kommt nur ein zusätzlicher Ton dazu, ansonsten ist diese Skala identisch mit der Blues-Tonleiter. Ne? Also das heißt, D-Moll-Pentatonik. Wenn du jetzt aus der D-Moll-Pentatonik eine D-Blues-Tonleiter machen möchtest, musst du eben eine Note hinzunehmen und das ist die Kreuz vierte Stufe. So, die vierte Stufe von D aus betrachtet, D, E, F, G, G ist die vierte Stufe, die wird jetzt um einen Halbton erhöht, aus dem G wird ein Gis und das ist die Note, die wir noch hinzufügen. Das heißt, unsere Blues-Tonleiter in D heißt jetzt D, F, G, Gis, Note, die hinzukommt, A, C, D. Ich spiele es einmal vor. So, und das ist die Blues-Tonleiter in D. Wenn du jetzt Altsaxophon spielst, ist das super, denn die kannst du sofort gebrauchen. Ne? Wir haben eben gesagt, Blues in F klingend bedeutet für Altsaxophon Blues in D. Und dann können wir die D-Blues-Tonleiter eben auch schon gebrauchen und spielen. So, ich habe jetzt für Tenor und für Altsaxophon jeweils eine Datei vorbereitet, wo all diese Blues-Tonleiter nochmal aufgeschrieben sind, die wichtig sind für dich. Und zwar schauen wir uns das einmal an für die S-Instrumente, also Altsaxophon wäre das eben für den klingend Blues in F, für uns ein Blues in D, für Altsaxophon und Baritonsaxophon wäre das quasi die D-Blues-Tonleiter, habe ich da aufgeschrieben im A-Teil. Im B-Teil siehst du die Blues-Tonleiter für den Blues in klingend B, also für dich G, die G-Blues-Tonleiter und im C-Teil die Blues-Tonleiter für den Blues in C-Moll, also für dich die Blues-Tonleiter in A. Und ich spiele jetzt alle drei Blues-Tonleitern für dich einmal vor. Also Blues-Tonleiter in D. Blues-Tonleiter in G. Blues-Tonleiter in G.
Sextonleiter in C. Das waren also die Blues-Tonleitern für die S-Instrumente. Und jetzt schauen wir uns die Blues-Tonleitern an für die Instrumente in B, in B-Flat, also Tenorsaxophon und Sopransaxophon. Für einen Blues in F, siehst du im A-Teil, ist es für Tenorsaxophon ein Blues in G. Für einen klingenden Blues in B oder B-Flat ist es für das Tenorsaxophon ein Blues in C, also C-Blues-Tonleiter. Und für einen Blues in Klingen C-Moll ist es für das Tenorsaxophon ein Blues in D-Moll, also die D-Blues-Tonleiter. Ja, diese drei Blues-Tonleitern sind wirklich essentiell und wenn du die auswendig lernst, kannst du schon unglaublich viel improvisieren. Im nächsten Video zeige ich dir dann, welche einfachen Blues-Stücke es gibt und welche ich dir empfehlen kann als Anfänger, welche du da gut üben kannst oder über welche einfachen Blues-Themen du da improvisieren kannst. Somit sind wir am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich habe dir heute erklärt, welche Skala sehr häufig im Jazz Verwendung findet und mit welcher Skala du universell im Bereich Blues schon sehr, sehr viel improvisieren kannst, nämlich die Blues-Tonleiter. Ich habe dir in einer kleinen Herleitung gezeigt, wo die Blues-Tonleiter quasi ihren Ursprung hat und zusätzlich noch die drei häufigsten Blues-Tonleitern dir mit auf den Weg gegeben. Die Dateien, also die Blues-Tonleitern für Altsaxophon, Blues-Tonleitern für Tenorsaxophon, findest du auch zum Download in der Videobeschreibung. Ne, also wenn du diese drei Skalen auswendig kannst, dann kannst du schon über sehr, sehr viele Blues-Stücke improvisieren. Ja, das war's für heute. Abonniere gerne meinen YouTube-Kanal und schreib mir gerne deine eigenen Erfahrungen, die du schon gemacht hast mit der Improvisation. Und wenn du noch ganz am Anfang stehst und damit beginnen möchtest, wie gesagt, in der Videobeschreibung gibt es auch einen Link zum Minikurs First Jazz. Das ist ein kostenloser Minikurs, wo ich dir zeige, wie du die ersten Schritte beim Improvisieren machen kannst. Und du lernst auch ein bisschen nach Gehör zu spielen und schließlich auch deinen ersten Jazzstandard. Das ist wirklich ein toller kleiner Kurs. Ne, der ist wie gesagt kostenlos. Melde dich dazu gerne an. Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Also das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einem der nächsten Videos. Bis dahin und schöne Grüße.